Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Terminal 2 in München am Flughafen. Der Daniel war gerade noch auf Toilette, hat sich entledigt. Wir sind bereit zum Abflug nach Warschau, Polen. Irgendwie sind wir gefühlt jedes Mal hier und gefühlt jedes Mal ist es irgendwie wieder fraglich, wohin man muss und wo man parken muss und wie auch immer. Und jedes Mal ist es wieder auch vom Packen eine Herausforderung. Ich bin dezent immer nervös des Todes am Tag vorher. Deswegen muss ich mir da nochmal eine Strategie einfallen lassen, dass dieses Stresspensum am Tag vorher, dieses Unruhigmachen, was ich dann immer mache, dass das mal ein bisschen sinkt. Auf jeden Fall herzlich willkommen zur nächsten Woche. Wir laufen jetzt. Der McDonald's hat doch geschlossen. Wir gehen jetzt erstmal den Koffer abgeben. Wir haben nur einen Koffer für uns beide, weil es sind auch nur zwei Nächte, die wir in Polen sein werden. Und was denn? Was denn? Ein Koffer für uns beide. Ich habe drei T-Shirts, eine Hose und drei Paar Socken. Und du? Ja, ich habe eigentlich gedacht, jeder kriegt eine Hälfte vom Koffer. Das war so mein Prinzip. Und dann habe ich aber gesehen, okay, du hast nur so ein Viertel von der einen Hälfte gebraucht. Und dann hast du gesagt, du bist fertig. Und dann habe ich gedacht, okay, passt, jetzt kann ich noch Gas geben. Und jetzt wird es wieder spannend oder jedes Mal wieder spannend, weil wir den Koffer nie wiegen. Nein, der ist nicht. Der ist schwer. Du hast ihn ja gar nicht getragen. Ach so. Ja, schon nicht, aber ja. Wir hatten nämlich auch schon mal einen zu schweren Koffer. Und dann habe ich am Kofferabgabeband habe ich den Koffer ausgepackt und habe Sachen ins Handgepäck gepackt und hatte da zum Glück noch einen Trolley dabei. Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendeinen Aufpreis zahlen müssen. Also wir lieben das Risiko und Hashtag mutig. Wir machen jetzt ein kleines Frühstück am Gate, haben alles zeitlich super geschafft. Jetzt haben wir noch 10 Minuten bis zum Boarding, aber irgendwie steht da noch kein Flieger. Ich habe mir heute früh schon meine Haferflocken fertig gemacht und habe jetzt hier noch zwei Eier und meine 100 Gramm Eiklar habe ich ersetzt durch 15 Gramm Final Protein. Die sind schon in meinen Haferflocken drin. Und ein paar Beeren drauf und das sollte dann für ein paar Stunden reichen, bis wir in Polen sind und uns dann im Apartment eingenistet haben. Leider haben wir um 16 Uhr können wir erst einchecken, aber der Flo, die Mara und die Lisa sind im gleichen Apartmentblock wie wir. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall erstmal untergebracht, bis wir selber einchecken können. Ist leider immer schade, weil wenn man dann fragt, ob man früher einchecken kann, geht es meistens nicht. Aber vielleicht kann man da ja ein bisschen früher den Schlüssel rausfuchsen und dann schon mal ins Apartment rein. Mal gucken. Heute ist ja schon der Regional in Polen, also so ein Pro-Qualifier, der geht meistens immer über 3 Tage. Erster Tag, Freitag ist immer Registrierung, den kompletten Tag. Bei den Amateuren sind ja deutlich mehr Starter als bei einer Profi-Registrierung und da zieht sich das Ganze, also die Mädels haben schon berichtet, die waren gestern irgendwie 4 Stunden am Warten abend und das fing schon ab dem Morgen an mit den Männern und das ist sozusagen das, was am Freitag passiert. Samstag ist dann meistens von dem Land, wo der Pro-Qualifier stattfindet, eine regionale Show, das was wir in Augsburg bei uns hatten, damit die Leute, die aus Polen kommen, also die polnischen Leute, dann die Qualifizierung haben, am Sonntag auf dem Pro-Qualifier zu starten. Das sozusagen in einem Aufwasch zu machen. Samstag in ihre Regional Show, dann haben sie Sonntag die Erlaubnis, dort
auf dem Wettkampf mitzumachen. Wir haben ja schon die Erlaubnis für unsere Leute, weil die ja den Regional hier schon gemacht haben bei uns in Deutschland. Das muss man immer in dem individuellen Land vorher selber machen. Und deswegen starten unsere Leute erst am Sonntag in den Pro-Qualifier-Klassen. Genau, so ist der Ablauf. Ablaufplan steht auch schon. Männer zuerst, Frauen danach, Figur und Bikini zum Schluss. Genau, wird ein langer Tag. Wir sind gespannt und genau, schauen erstmal jetzt, wenn wir dann ankommen in Polen, dass wir checken, ob es den Athleten gut geht und ob alles passt vom Laden. Und dann sieht der Plan so aus, dass wir noch ins Training gehen, ein bisschen was einkaufen. Und dann wird eigentlich nur noch gefläzt, gegessen und dem morgigen Tag entgegengefiebert. Gleicher Platz, halbe Stunde später, der Flieger ist immer noch nicht da. Wir vermuten, dass sich das noch ein bisschen rauszögern wird. Die hatten heute für das Gate geändert, aber irgendwie vermute ich jetzt, dass wir bestimmt in 10 Minuten oder so gesagt bekommen, dass wir wieder woanders hin müssen. Naja, wir haben keinen Zeitdruck, wie gesagt, Apartment eh erst ab 16 Uhr und ja, gucken mal, ist immer ganz witzig, wenn man so auch Menschen beobachtet, die sich dann vorne schon anstellen, obwohl da gar keiner steht, weil sie denken, jetzt geht's eigentlich los. Das wird denen schon gesagt. Ziemlich schwierig nach der Ankunft und nach dem Rufen auch den Fahrer zu finden. Und irgendwie war es jedes Mal so, dass man eine Etage höher musste, wenn man sozusagen aus dem Flieger rauskommt, aus dem Exit, dann musste man immer eine Etage hoch. Und wir sind aber immer erst in die komplett falsche Richtung gelaufen. Also kann gut sein, an der Stelle mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das so ein generelles Prinzip ist, dass man, wenn man mit dem Auto abgeholt wird und kein Taxi oder Bus hat, ob man dann immer eine Etage höher muss zur Abholung. Weil irgendwie ist das jetzt sehr auffallend. Und wenn wir definitiv fürs nächste Mal, wenn das eine feste Regel ist, gewappneter beim Fahrer finden. Zwei. Haus Nummer zwei. Also wir können ja erst um 16 Uhr einchecken, deswegen können wir noch nicht diese Box da öffnen, wo der Schlüssel drin ist. Weil da wahrscheinlich noch andere Leute da sind und es dann noch geputzt wird. Deswegen warten wir jetzt, bis der Flo aufmacht und dann nisten wir uns da kurz ein. Herzlich willkommen beim Burneiker Gym. Wir haben gegessen, wir haben kurz unsere Sachen abgelegt. Wir haben uns jetzt einen neuen Uber-Fahrer bestellt, bei dem wir sehr froh sind, dass wir jetzt wieder aus dem Auto raus sind, weil da jede Warnleuchte geblinkt hat in dem Auto und der Tank war sowas von auf 0,000, dass wir gedacht haben, wir bleiben gleich stehen und der Fahrer war total exzentrisch und hat immer irgendwelche Wutausbrüche bekommen beim Fahren. Also es war nicht so ganz so angenehm. Jetzt sind wir auf jeden Fall vor dem Gym, schauen wir, wo wir da rein können. Und wie gesagt, Rückentraining steht an, Booster habe ich schon getrunken, Nootropic Nitro, Meta Plus als Pre-Workout. Davor gab es noch eine kleine Portion Rice Pudding mit Final Protein Lemon. Das liegt mir zwar vielleicht jetzt noch im Magen, aber bis ich dann anfange, ist es perfekt verdaut. Deswegen schnuppern wir jetzt mal hier in das Stübchen rein und ich freue mich auf eine schöne Session. Ich habe schon gehört, Beine kann man auch gut trainieren, aber heute steht Rücken auf dem Plan und Montag haben wir eigentlich gesagt, wir machen nochmal einen zusätzlichen Rest Day, aber mal gucken. Hey, 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 okay.
hey, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke, I seen it way before it ever happened. He gave me the view. Also, Fazit nach 5 Minuten, um Gottes Willen, ich möchte bitte nach Hause. Das ist fast eines der schlimmsten Studios, in denen ich jemals war. Geräte scheiße, die sind total, das wackelt total, das ist alles Flamesports, das Ambiente ist total übel, alles so gepfercht. Ich weiß nicht, wer das mag. Ich mag das nicht. Also das ist das erste Gerät, das cool ist. Also zweite Übung. Jetzt sind wir gerade so bei 50-50. Mal schauen, wie die anderen sind. Aber das finde ich ganz gut. Please, body bag of beating in a getaway scotch free. And I'ma take control, unbreakable. I sense the face, the shakes is cold, the grace is mold. Plus, it's really the motivation, so it's thank you so. Put that on my neck, hard work on my brain. The easy route, taking a left, it's on my chest. No time for regrets, faith in the Jimmy like Steph. Shooting is wet like clay, the body ain't maybe this way. I'm taking all of this life to the bank. I'ma deposit and see what it make. Shoot is shooting, so is reap. I paid a meter, I came in with Peter like Peter on water. I'm stepping in deeper, they know that I'm coming like Father the leader. Jetzt checken wir mal den Stairmaster hier aus. Jeder, der schon mal hier war, kann ja gerne mal schreiben, wie er es fand. Würde mich mal interessieren. Ich mache jetzt noch eine halbe Stunde Cardio. Meine zweite Session für heute, weil die erste habe ich heute früh um 3 Uhr gemacht. Zu Hause auf dem Fahrrad. Und das ist jetzt sozusagen die zweite. Morgen ist dann komplett Rest Day. Am Montag geht's wieder weiter. Bei mir gibt es jetzt 70 Gramm Rice Pudding mit 50 Gramm Himbeeren und einer Prise Salz. Da ist nichts drinnen. Das Isolat mache ich meistens immer dann danach in die Schüssel rein und rühre dann nur einen kleinen Spritz Wasser mit dazu und esse es dann so als Creme. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt. Daniel hat jetzt gerade noch einen Burger für uns beide hier getestet und hat gesagt, der war sehr, sehr, sehr lecker, weil dieses Boneika Gym hat genau nebendran einen eigenen Burgerstand und die Leute sind da richtig wie Geier gerade davor. Ich kann nur sagen, es riecht gut, aber mein kalter Rice Pudding mit warmen Himbeeren ist auch super zu empfehlen. Ich wollte jetzt hier nochmal meine Soße, meine Final Protein Creme zeigen. Hier, das ist sozusagen einfach nur mit ein bisschen Wasser angerührt. Das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Und dann hat man wie so eine Proteincreme. Könnte man jetzt theoretisch auch auf Reiswaffel schmieren oder auf den Final Protein machen. Aber das ist wirklich... Auf den Final Protein machen. Das Final Protein. Auf den Rice Pudding machen. Und das schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Riechst du das? Hier riecht's nach Pfannkuchen oder Waffeln. Müssen wir gleich mal schauen, ob es da was für mich gibt. Willst du später schauen oder nachher? Also, später oder nachher schauen, ist es gleich. Willst du jetzt schauen oder nachher? Nachher. Okay. Voll schön. Mit Popcorn. Wir müssen unbedingt gleich mitnehmen. Unbedingt. Bitte. Dafür gibt es keinen Magneten. Nee. Das ist nicht fair. Man kann Apfel nicht mit Birnen vergleichen. Doch, ist beides Obst. Nee. Oh. Herzlich willkommen im Apartment. Wir machen gleich noch eine Roomtour von diesem schnuckligen Zimmer hier. Also sah im Internet nicht so cool aus, wie es jetzt letztendlich ist. Ich liebe frischen Reis aktuell. Ich
Packsalat, also keine Reiswaffeln. Und ich esse ja schon zweimal am Tag, esse ich ja schon Reispudding oder Maispudding. Und dann mag ich das einfach gerne, wenn ich einmal am Tag einen frisch gekochten Reis habe. Deswegen koche ich mir jetzt noch wegen was vor, wenn ich eine Schere finde, um das Ganze aufzuschnibbeln. Mal gucken, was es hier so gibt. Schlimmer als Alicante kann es nicht werden. An der Stelle, alle, die mal Horror-Apartment sehen wollen, sollen sich den Vlog aus Alicante anschauen. Letztes Jahr im, wann war das, Juli oder so? Ich weiß gar nicht. Ja, haben ein bisschen was eingekauft, haben irgendwas gefunden, zeige ich euch gleich noch. Und dann, fläht mal noch ein bisschen ab, Daniel liegt schon im Bett. Und lege noch ein bisschen die Füße hoch, bevor später dann die Formchecks kommen. Also, was haben wir hier gefunden? Ich habe mir für morgen und übermorgen Spargel mitgenommen. Cola Light. Hier irgendwelche polnischen Würste. Bisschen Chicken für mich. Hier sind noch drei Mahlzeiten für heute. Hart gekochte Eier, noch aus Deutschland. Ein paar Beeren fürs Frühstück. Und das ist auch noch Gemüse von zu Hause. Dann habe ich das Final Protein Milk Chocolate mitgenommen. Eine frisches Glas Mandelmus. Ah, die Avocados habe ich vergessen zu zeigen. Hier. Nee, die sind da. Warm. Warme Avocados, die noch ein bisschen nachreifen. Hier sind die Avocados. Hier sind Supplemente wie Glutamin, EAAs, meine Greens drinnen. Hier ist noch Rice Pudding. Hier ist ein Baguette. Dann haben wir eine Ladeschublade mit Reese's und Hershey's Cookies and Cream. Irgendwas Polnisches zum Naschen. Subs. Dann habe ich noch mein Salz dabei, noch Tee dabei, Beutel dabei für meine Mahlzeiten zum Vorbereiten. Metaplus ist natürlich dabei. Und dann habe ich noch was richtig cool war, so frischen Fisch mitgenommen. Das ist Kapseehecht. Muss man ja erstmal irgendwie übersetzen, weil das sich ja immer anders anhört wie der deutschsprachige Name. Und wenn der dann, es gibt ja viele Fische hier auch, die haben dann 6 Gramm Fett, das wäre ein bisschen zu viel. Der Kapseehecht hat 2 Gramm, also so ähnlich wie ein mageres Hähnchen. Dann habe ich den Zimt vom Lino abgepackt, weil das ist der beste Zimt. Ein paar Haferflocken, eine kleine Packung Kaffee. Was haben wir noch? Den Reis hier. Mal schauen, wie der schmeckt. Ich wollte eigentlich einen Jasminreis, weil ich liebe Jasminreis. Und ansonsten zeige ich euch jetzt erstmal das Zimmer. Also, hier ist das Bett. Hier ist die Essecke. Fernseher, Sofa, wir haben sogar eine Mikrowelle. Hier haben wir eben die kleine Küche. Jetzt muss ich mal aufpassen, dass mein Reis hier kocht. Ich mache das immer so, ich lasse den einmal aufkochen und dann, ups, wenn das funktioniert, schalte ich ihn runter und lasse ihn so lange ziehen, bis das Wasser weg ist. Dann haben wir hier das Bad, riesig, und eine gescheite Dusche. Und was ich euch noch unbedingt zeigen muss, wir haben Socken gefunden. Und zwar für den Daniel haben wir Burgersocken mit Getränk. Ich habe Haifische gefunden. Ich habe versucht, Socken zu finden oder zu kaufen, die ich noch nicht habe. Popcorn. Mann, der scheiß Reis hier. Ich habe ihn auf Stufe 1. Und der kocht trotzdem hoch. Sag mal. Ich kann nicht auf 0 stellen. 0 ist gar nichts mehr. Minus 0 gibt's nicht. Dann lasse ich halt auf. So. Und grüne Blätter.
Socken mit grünen Blättern. Genau. So, das war's. Essen kocht, dann gibt's gleich eine Mahlzeit und dann sehen wir uns zu den Formchecks wieder. Der Daniel richtet das Scheinwerferlicht aus. Okay. Gleich ist alles aus. Was machst du? Taking all the views, stepping on place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black, motivation's looking real bad. We back to the bone, raising a fire alone. So, jetzt rein. Wollt ihr abschließen zu eurem One Day Out noch was sagen? Ich freue mich. Ich würde sowas von auch. Okay, ich auch. Das heißt, es gibt jetzt noch was zu essen. Für Lisa gibt es vielleicht noch ein bisschen mehr zu essen. Und dann schauen wir mal, wie das später morgen aussieht. Und seid ihr schon mal sozusagen abgehakt? Till 5 in the morning, do it again in the morning. Do it like we did as rhyming. I think the government watching, minister perfect society. Struggling with my sobriety, struggling with my anxiety. Are you feeling the insanity? Anger inside of me, there is a war in me. And it keep drowning me, blinded by all of the vanity. Snakes all around and they rattling. Tell them to shut up the chattering. Blow up the spot, then we run it. Ready and not, here we coming. Somebody better say a prayer for me. Tonight may get a little crazy. You can meet me outside, but you better buckle up. It's a wild ride. Welcome to the wild side. Wild, wild, wild. Welcome to the wild. Alle Zuckerpuppos angeschaut. Jetzt heißt es, eine kleine Belohnung für uns. Wir gehen jetzt in ein Steak- und ein Fischhaus in Warschau, das sehr schön sein soll. Vielleicht kann man noch ein paar kurze Einblicke geben. Und dann ist es auch schon beendet. Also ich bin jetzt im Auto mit meinem neuen Ehemann. Das ist der Leon. Der sitzt jetzt sozusagen zwischen mir und Daniel als Sicherheitsschutz, damit der Daniel seine Finger bei mir lässt, weil das darf er hier im Auto nicht machen, gell? Das ist nix.